Entgleist wegen so einem Ding mal einen Zug. Bekämpft die denn keiner? Muss wohl erst einen Unfall geben. Ja, ist ja immer so. Mir ist irgendwie die Analysen zu, also die Analyse ist mir zu schade, um die in den Slot einzusetzen. Weißt du, wie ich meine? Aber eigentlich hast du recht, wir müssten das machen, aber... Ach Mensch, Snara, mach's gut! So, die haben wir besiegt, da vorne geht's weiter. Ja, aber Feuer hat schon geholfen. Ich meine, Feuer war kritisch, oder? War schon gar nicht so schlecht. Aber jetzt eine Parkbank zum Ausruhen. Das wäre natürlich fantastisch. Oh, da ist der Hund da vorne. Als Graffiti da oben. Oh, Verkaufsautomat. Da gucken wir gleich auch nochmal rein. Denk an die Quest. Ja, ich weiß. Ich krieg dann bessere Items wahrscheinlich, wenn ich hier fleißig analysiere. So, was haben wir denn da? Phönixfeder. Ach, diese Heiltränke, Mann. Die sind halt irgendwie... Das ist irgendwie auch kacke. Irgendwas Besonderes? Tiefer könnte hier diese... Könnten diese Ohrringe gefallen. Hat Tiefer noch gar nichts? Ja, Tiefer, dann kriegst du Ohrringe von mir. Na klar, ich kauf dir welche. Ist doch gar kein Ding. 800 Flocken, wie bitte? Okay. Was haben wir hier noch so? Glut, Behandeln, Gewitter, Toxin, Gift oder was? Das ist neu. Auf Bio anwendbar. Zustand, Gift. Auch nicht schlecht, ne? Auch nicht schlecht. 1500? Das könnte gut sein, ne? Ist auf jeden Fall teurer als Glut, Gewitter und Frost. Sollen wir mal Feuer gegen Toxin austauschen eventuell? Ich mach das jetzt. So, haben wir jetzt einfach mal gekauft. Dann rüsten wir mal unsere Kompagnons. Oh, das ist eine Parkbank. Sehr schön. Wir rüsten mal unsere Kompagnons aus kurz. So. Cloud. Du nimmst jetzt mal das Feuer wieder raus, die Glut. Ich glaube, wir nehmen Heilen auch raus. Wir haben eigentlich genug Tränke. Wir werden nur Tränke nehmen mit Cloud. Dann verbrauchen wir auch keine Magie. Das heißt, wir nehmen Heilen raus. Wir nehmen Glut raus. Wir setzen einmal das Toxin und Analyse. Komm, ja, machen wir doch diese Scheiße. Die Analyse hat wer? Wer hat die Analyse geklaut? Wir haben die Analyse schon ausgerüstet. Okay, wir hatten die Analyse die ganze Zeit schon ausgerüstet. Ich dachte, die haben wir gar nicht ausgerüstet. Okay, alles klar, gut. Giftmagie. Oh, das ist gut. Die Glut behalten wir. Ja, okay. Ich bin zufrieden. Waffenmodifikation. Wir haben hier 9 Punkte. Da können wir nochmal was reißen. Bisschen Waffe upgraden. Machen wir auch gleich mal. So, der Baum ist fertig auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? 9 Pünktchen. Also, physische Attacke. Ja, machen wir. Überzeugt. Physische Attacke, super. Dann müssen wir Tiefer noch mal ganz kurz. Tiefer hat auch schon, ne? Tiefer können wir auch noch was geben. Was hat die denn da noch Schönes? Physische Attacke plus 6, komm. Physische Attacken sind super. Und Tiefer kriegt von uns Ohrringe auf jeden Fall. Aber wir können unsere Waffe auch noch mal ausrüsten eventuell. Aufrüsten. Weil wir haben hier auch noch einen Konter. Ah. Aber wir sind nicht so oft in der Offensivhaltung. Ich würde ihn echt nicht nehmen. TP erhöht, also Abwehr. Magische Attacke plus 5 bei hoher TP. Ja, das nehmen wir. Können wir ein bisschen besser zaubern. So, einmal zurück. Dann noch die Ohrringe dran klatschen. Die hat doch schon was. Oh nein, jetzt habe ich die umsonst gekauft, oder was? Die hat den Mondsichel-Talisman. Der heilt uns, glaube ich, ne? Verringert erlittenen Schaden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Magiewert erhöht sich um 5... Komm, die kriegt die Ohrringe, scheißegal. Die anderen sind auch alle ausgerüstet, oder? Die hat Ohrringe. Er hat einen Kraftreif. Wir haben Sternreif und Kraftreif. Okay, alles klar. Und dann einmal Pause machen.
Ja, Makayo, ich wusste gar nicht, dass ich den Analysestein ausgestattet hatte. Ansonsten hätten wir das wahrscheinlich wirklich gemacht. Du hast völlig recht. Das müssen wir machen. Spinnen sind toll, außer dass sie im Schlafzimmer... außer sie sind im Schlafzimmer und verschwinden, wenn man kurz wegschaut. Ey, das ist wirklich eklig, oder? Ey, oh. Wenn man nicht weiß, wo die Spinne ist, ist das Schlimmste überhaupt. Das ist das Schlimmste überhaupt. Immer der Schnauze nach. Ich habe auch gehört, die krabbeln auch aus Staubsaugern raus. Wenn man die wegsaugt. Nur dieser Dyson-Staubsauger mit diesem Wirbelstrombehälter. Da sollen die wohl ordentlich zerhäckselt werden. Eieiei. Aber ziemlich halbherzig. Warum kriegen immer wir diese dämlichen Jobs aufgebrummt? So. Aber echt, die Viecher sind eh bald zurück. Wir werden gleich noch ein bisschen rumgiften. Wo kommen die her? Den wird doch gefahren. So, gleich mal ausprobieren. Magie. Gift? Nee, der nicht, der hier. Stück für Stück. Okay, der wird jetzt vergiftet sein und langsam sterben, hoffentlich. Das heißt, wir kümmern uns erstmal um die anderen. Genug. Oh nee. Magie? Hä, aber wo ist denn das? Ach, bei Fertigkeiten ist die Analyse drin, okay. Nur kein Übermut. Greife von hinten an und füge ausreichend Schaden zu, um den Tank zu zerstören. Okay. Und er mag kein Feuer. Alles klar. Oh, jetzt ist er explodiert, leider. Von hinten, ja. Ich komme doch gar nicht richtig hinter. Okay, der ist dann. Sind wieder die ganzen Spinnchen. Irgendwo noch eine Kiste versteckt. Ich sehe keine gerade. So, immer schön nach links und rechts gucken. Kann ich nicht kaputt machen? Aha, eine Tür. Sollten wir hier schon raus? Lasst uns sehen, wo wir sind. Warte mal, ich will einmal. Geht's hier noch weiter? Nee. Ja, ich weiß, ich darf nicht weiter. Okay, alles gut, alles gut. Da ist auch ein Hund mit Helm, 3 Sterne. Ganz in der Nähe von uns befindet sich ein Bahndepot. Da wollen wir hin. Und dann? Gibt's einen Geheimgang. Bericht von der Analytik. Wir haben jetzt genug Kampfdaten zu Avala. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Statusberichte interessieren mich nicht. Aber, Sir... Hast du etwa den Krieg gegen Wutai vergessen? Der Ruf der Firma kann leiden, wenn wir unsere Gegner nicht ernst nehmen. Der Feind muss ausgerottet werden, und zwar mit Stumpf und Stiel. So und nicht anders geht der Shinra-Konzern vor. Kapiert? Aber... Ach so. Der feine Herr hat diesen Job hier wohl nicht nötig. Und will, dass ich ihn mitsamt seinen Kameraden auf die Straße setze. Ja. Wir werden sofort den Testroboter in Abschnitt E aktivieren. An die Arbeit! Der Direktor wird meine überaus loyalen Dienste sicher zu schätzen wissen. Ja! Ich hab mir gerade was im Mund gesteckt. Ich dachte, die Cutscene dauert noch länger. Okay, wir sind wieder da, Leute. Mhm, oh. Rotes Gleis. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Aber da ist der Hund und hier ist eine Tür, oder? Nee, leider nicht. Okay, jetzt ist blau. Oh, danke, Pipo. Sehr gut. Pipo macht erstmal die Cam aus. Guten Hunger. Lass mal links lang laufen. Guck mal, rechts haben wir ein rotes Signal. Da wollen wir nicht lang. Da, noch so ein Köter. Wir sind also noch auf dem richtigen Was, Weg. Wo ist hier noch ein Köter? Ich sehe gar keinen. Wo hat er? Ach, hier. Ah, okay, okay. Hier ist auch ein Hund. Du kannst Stamp echt nicht leiden, was, Barrett? Der Kleine kann nichts dafür, aber ich kann es nicht ausstehen. Oh, oh, ich höre was. Aber das Gleis ist blau, guck mal.
Ey, Schokolade gibt's, Nelly. Es gibt Schokolade. Das erinnert mich an ein Buch von Marlene. Mit einem riesigen Löffel. Eigentlich darf ich die gar nicht essen, weil Jessie die essen möchte. Aber naja, was soll ich machen? Ich hab Hunger. Einfach zerstören. Du redest ja schon wie Barrett. Ich nehm's zurück. Der Weihnachtskram muss ja irgendwann mal aufgegessen werden, weißt du? Hierher. Oh, was passiert hier? Der Weg wird schwerer. Solche Dinger sind das hier, warte mal. Scheint ein ganzes Nest hier zu sein. Werden wir wohl ausräuchern müssen. Sehr lecker. Okay. Angriff, Leute. Da sind sie! Wir sind euch immer ein Schritt voraus. Alter. Hola, como estás? Hallo Bierbürger, vielen, vielen Dank für dein Resub, mein Lieber. Lange nicht gesehen. Nelly, wir haben den ganzen Schrank voller Schokolade. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, sterben wir gleich. Das ist gar nicht gut, was wir hier machen. Wir müssen Blitze machen erstmal. Auf die Raketenwerfer. Oh, scheiße. Oh, die zerlegen mich richtig. Ja, wir müssen hier erstmal weg. Wir müssen aus der Range raus. So, und jetzt brauchen wir irgendwie... Oh, Alter, dieser Raketenwerfer. Jetzt nehmen wir erstmal wieder einen Heiltrank hier. Oh, Tifa ist auch fast down. Guck mal. So, Magie. Feuer. Randgardist. Oh, der andere Typ ist da noch. Bis hier und nicht weiter. Die Raketenwerfer sind halt das Allerschlimmste, glaube ich, einfach. Oh, ich wurde geheilt. Sehr schön. So, Magie, Blitz. Nee, zu dem hier. Ah, da kommt er wieder. Wir machen gleich noch einen Blitz drauf. Oh, oh, oh. Da machen wir Feuer. Brenne! Scheiße! Okay, der ist down. Materia-Stufe Aufstieg, sehr schön. Ey, Tifa ist fast tot, das kann doch nicht sein. Wir müssen hier mal irgendwie eine Heilung geben. Oh, scheiße, wir sind aber auch fast tot. Gegenstände, Supertrank. Wir sind alle fast tot. Gegenstände, Supertrank für Tifa. Okay. Jetzt müssen wir ran. Alter, sind das die so gute Raketen? Die treffen ja jedes Mal. Nicht schlapp machen. So, Blitze. Blitze und Donner. Der Feind ist geschwächt. Ich hab genug. Okay, der ist down. Der aber noch nicht. Und tschüss. Der ist noch ein Blitz drauf. Oh, Limit ist gut. Limit ist gut. Jetzt wird abgerechnet. Eieieiei, das ist natürlich hart. Hallo zusammen! Länger her, aber ich bin da bin ich mal wieder. Hey, Freak Grant, grüß dich. Freak, wie geht's dir in Freak Life? Herzlich willkommen zurück. Ey, aber das war wirklich hart, ne? Also wir haben richtig auf die Eier bekommen. Hier ist noch eine geheimnisvolle Tür, da gehen wir einmal rein noch. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas, was uns nützlich sein könnte. Zum Beispiel, was haben wir hier? Ah ja, Kisten. Einen Heiltrank haben wir, okay. Dann haben wir Heilung bekommen. Wie sieht's denn aus eigentlich? Wir brauchen, glaube ich, alle Heilung. Oh, Cloud sieht richtig böse aus. Noch ein super Trank für mich. Und Barrett braucht auch noch einen Trank auf jeden Fall. Der kriegt erstmal Heiltränke, ganz viele. Davon haben wir so viele übrig. Die können wir schön hier damit versorgen. So, alles klar. Jetzt sind wir wieder einigermaßen auf der Höhe. Keiner ist richtig voll, aber hey. Besser geht's halt nicht. Er ist warm. Läuft bei dir. Ja. Mehr schlecht als recht, aber wir haben den Kampf bestanden. Also ganz ehrlich, ich bin gar nicht so unzufrieden. Es war ein knappes Höschen, aber es ist niemand von uns gegangen. Okay, hier geht's weiter, Leute.
Plan E läuft wie am Schnürchen. Ich meine, hier ist ja auch kein... Oder ist unser Herr Soldat der andere Mann? Kein Hund an der Wand, aber... Der Plan stammt von Bix, oder? Mit Beteiligung von mir. Dann sind wir besser vorsichtig. Was willst du damit sagen? Ja, der lässt sich aber auch leicht ärgern, ne, der Große. Guck mal, hier sind noch Türen, da gehe ich auch noch mal ganz kurz rein. Ich dachte, dieser Abschnitt liegt still. Oh, ja, natürlich. Jetzt finden wir natürlich eine Bank. Wir müssen gar nicht heilen brauchen. Was ist denn das hier überhaupt Schönes? Gewitter. Ja gut, Gewitter haben wir alle eigentlich schon. Kurz ausruhen einmal. Kriegen wir zumindest unsere Magie wieder aufgefüllt, ne? Freakyland Live, wie ist es dir ergangen eigentlich, Freaky Boy? Schöne Weihnachten gehabt? Wir gehen nochmal an den Verkaufsautomaten. Wir sollten vielleicht doch nochmal ein paar Heiltränke kaufen, oder? Ah, der hat super Tränke. Ja, easy, kaufe ich alles. Ja, viel war es jetzt nicht. GCD kaufen wir auch. Sammelobjekt. Äther kaufen wir auch. Königsfedern. Warum ist eine im Angebot und die andere nicht? Ja, bei dem Angebot ist nämlich die auch mit. Und Heiltränke. Oh, die sind teuer. Ich nehme mal nur 10 mit. So. Okay, raus hier, Leute. Wir müssen weiterkämpfen. Wir sind auf Mission. Ich habe dich erst vor 2 Tagen entdeckt. Ultra cooler Stream. Ey, Laurenz. Das geht ja runter. Wie Butter, du. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass es dir gefällt. Da sieht man dich vielleicht öfter. Coole Sache. Finde ich immer super, wenn neue Leute dazukommen. Ja, herzlich willkommen. Fühl dich gekuschelt. Oh Gott, es geht schon wieder los. Wir sind schon wieder mitten im Fight. Ihr ganz sicher nicht vorbei. Geht lieber auf. Den analysieren wir auch gleich nochmal, falls wir da irgendwie rankommen. So, warte mal. Magie. Nee, Fertigkeit war das. Analyse. Elite-Gardist. Bin mal so frei. DK, vielen Dank für dein Call. Alter, ich kann doch nicht mal mehr sprechen. Ich habe zu wenig Schokolade gegessen. Vielen Dank für dein Follow, MacDK. Grüß dich. Heißt du Kai? Ist das dein echter Name? Moin. So, wir analysieren mal ein bisschen. Ranghoher Wachmann der Shinra-Sicherheitsbehörde. Elite-Kämpfer, dessen Kampffähigkeiten den gewöhnlicher Wachmänner deutlich überlegen sind, wird hauptsächlich in harten, umkämpften Gefahrenzonen eingesetzt. Nach geblockten Nahkampfangriffen sind ranghohe Wachmänner kurzzeitig leichter einzuschüchtern. Oh, das ist gut. Aber er mag auch kein Feuer. Das heißt, wir sollten ihn blocken. Gleich wieder besser. So. Scheiße. Sehr gut. Aber Feuer. Er braucht Feuer. Er braucht Feuer und dann Hintern. Okay, den hat's richtig zerrissen. Wir müssen viel mehr blocken, glaube ich. Ich glaube, wir blocken viel zu wenig. Aber das haben wir hinbekommen. Sehr schön. Nee, du heißt nicht Kai. Ja gut, Versuch war's wert. Jo, ich auch. Ich wurde vom Meta hierher gesendet. Mega. Ja, Earthworm, ich weiß, du bist ja gerade mal eine Stunde oder so, ne? Seit einer Stunde bist du da. Fühlt euch alle willkommen hier, Leute. Auch wenn das jetzt hier nicht so der Entertainment-Stream gerade ist bei dem Spiel. Das ist halt so. Und dann Spiele, die sind sehr, sehr storylastig. Aber auch solche Spiele mag ich gerne. Und da ich spiele, worauf ich Bock habe. Easy. Vor 2 Tagen auch schon mal. Stimmt. Du hast recht, Earthworm. Du hast völlig recht. So viele Wachen. Seltsam, was? So, gehen wir mal rein. Also normalerweise streame ich ja tagsüber unter der Woche ab 7 Uhr bis 9 Uhr. Also 2 Stündchen pro Tag. Am Wochenende auch mal länger. Aber ich habe gerade Urlaub. Mega gut. So. Oh, Gegengift und Heiltrank haben wir bekommen. Alter, oh nee, Leute. Seht ihr das, was ich auch sehe? Ich glaube. Oh Gott, ich will gar nicht. Oh nein, ich will gar nicht dran denken, was da passieren kann gleich. Ich glaube, das wird ein Bossfight, oder? Wir könnten hier einmal hochgehen. Ich will erstmal alles looten, bevor ich hier so nah an diese Maschine da hinten rangehe, Leute. Eieieiei. Der wacht doch bestimmt auf da, die alte Blechtonne. Hier oben scheint noch irgendwas zu sein. Ich nochmal hoch. Was war? Earthworm, was meinst du?
Ach ja, ah, da müssen wir sogar lang. Okay, nee, ich gehe nochmal runter. Dann gehe ich nochmal runter. Komm, vielleicht, dann kämpfen wir halt einfach gegen diese Bestie. Warum auch nicht? Wie geht's dir, meine alte Blechtonne? Scheint noch zu funktionieren, oder? Ein bisschen Rost angesetzt. Vielleicht hier? Das ist ein Hund? Oh nee, oh nein, oh bitte nicht. Oh nein, oh nee, oh nein, oh Gott. Als erstes analysieren wir die mal. Spielschicht oder Stream? Ach was, krass. Das stand nicht im Plan. Hab ich richtig geraten, sehr schön. Ja, ich hoffe, du hast morgen frei. Und einen guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr sehen, ne? Verzieh dich, Schrotthaufen. Oh Gott, ey. Ein älteres Modell. Ungewöhnlich. Schrotthaufen also. Verdammt hart. So, wir machen erstmal Analyse. Was sollen wir tun? Zielt auf die Beine. Wir stürzen ihn. Krematur erstmal. Nur kein Übung. Also, wirksam sind Blitze, leicht resistent. Gegen alles ist er immun. Okay, alles klar. Zerstöre seine einzelnen Teile, um die Schockgeister zu füllen. Okay, also erstmal die Beinchen. Erstmal die Beinchen. Oh boy, wir brennen. Wir brauchen Blitze. Wir machen Blitze auf die Beine. Blitze auf die Beine. Wir haben noch mehr Blitze. Nee. Nee, ja. Stromschlag. Cloud, er zielt auf dich. Ja, ich lenke ihn auf mich. Greift ihn an. Geh aufs Bein. Der zieht ja immer noch. Wir bleiben mal schön hier sitzen, Leute. Okay, das Bein ist weg, glaube ich. Das eine. So. Was ist eigentlich mit meinem Ifram hier? Mit meinem Feuerteufel? Warum kommt der denn nicht? So, jetzt den hier noch, das Beinchen. Oh, linkes Vorderbein lebt immer noch. Okay, er ist unter Schock, zwei Beine sind weg. Das ist sein Antriebskern. Dann haltet schön drauf. Oh, scheiße, der Schwachpunkt ist auf der anderen Seite. Dann vielleicht nochmal Blitze drauf, auf dem Kern. Gewitter. Oha, jetzt rastet der richtig aus. Um Gottes Willen. Oh, ah, wir können ihn wirklich gleich beschwören. Ich muss noch kurz in Deckung. Gar nicht gut. Wie sieht's aus? Heilungsmäßig? Oh. Ah, guck mal, wir können unseren Freund beschwören endlich. Mach ich auch. So, Ifrit, los geht's. Zeit zu kämpfen. Mach ihn nackig, Junge. Der ist zwar immun gegen Feuer, aber vielleicht richtet er trotzdem was aus. So. Wir machen mal Blitze. Ja, auf was denn? Auf die Drohnen erstmal, dass die weg sind. Würde ich sagen. Oh, scheiße. Oh, das tut richtig weh. Wo ist denn die andere Drohne? Da hinten irgendwo. Wir brauchen auf jeden Fall mal einen Heilgegenstand. Oh, scheiße. Da zieht jemand auf uns. Na komm, mach deinen Lichtblitz. Nein, wie nervig. Sie gehen dazwischen. Tja, wir müssen zuerst diese Dinger abschießen. Ja, mach ich. Stromschlag. So, die eine Drohne ist weg. Der ist auch weg. Und jetzt die Beinchen. Komm schon, mach das Bein kaputt. Okay, ein Bein haben wir wieder. Mehr Blitze. Der Aktokern wäre auch gut, ne? Oh, das hat jetzt aber gar nicht so viel gebracht. Das linke Hinterbein nochmal angreifen. Oh, ich habe gar keine Magie mehr. Oh, das ist schlecht. Was macht er denn da, Junge?
1000 Schaden. Oh, das ist gut, aber hat immer noch nicht gereicht. Magie, Blitz, Bein. Mann, er hat die ganzen Beine weg. Jetzt ist er unter Schock. Wo ist die Batterie? Wo ist die Batterie? Hier hinten? Keine Chance. Ich bin hier. Okay. Was ist das? Okay, okay. Ey, der lässt auch nicht locker, ne, der Dude. Was für ein Moped. Was ist jetzt? Ein Systemfehler. Ist da noch Garantie drauf? Blitze wieder. Rechtes Geschütz. Oh, wir machen erstmal die Geschütze kaputt, würde ich sagen. Erstmal die Geschütze kaputt. Oh boy, was macht er denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Will er etwa Stromschlag? Weg von den Schienen! Okay, ein Geschütz ist, glaube ich, kaputt schon, oder? Alter. Was stimmt denn nicht mit ihm? Ihr müsst raufschießen, Leute. Autsch. Oh, das tut weh. Wir brauchen ein bisschen Äther wieder. Er hat nur noch ein Geschütz. Oh, er ist wieder unter Schock. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann gibt es noch mal Blitze auf Reaktorkern am besten. Blitz und Donner! Ist das Ding unkaputtbar? Was jetzt? Wir kriegen das schnell, Leute. Die Panzerung. Dann ist der schutzlos. Ich sehe gar nichts mehr. Hilfe! So, rechtes Geschütz nochmal. Magie, Blitz. Wir müssen ja irgendwie raus, Leute. Magie, Blitz. Ich will die Waffen. Haben wir die Waffen schon? Das ist die Frontpanzerung, die machen wir kaputt. Blitz und Donner! Vorsicht! Okay, jetzt haben wir ihn. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Verdammt, es geht immer wieder auf! Wir müssen seine Panzerung zerstören. Jetzt haben wir ihn. Alter, was für ein Kampf. Easy. Easy. Zelda ist schon durch. Ja, leider schon. Geschieht ihm recht. Und hallo, Mr. Keisuke. Grüß dich. Weiter. Ja, hier lang.